Dann herzlich willkommen zurück zu Dave the Diver. Letzte Folge einfach mal hier so spontan, zack, weg damit. Ja. Zum Glück war dieser Weg mit Wasser gefüllt. Ja, dieser Ort ist voll mit Zweigen des göttlichen Baums. Wird der Baum doch etwas stimuliert? Dieses Wachstum ist nicht normal. Ich muss den Kontrollraum betreten, um zu sehen, was das ist. Gehen wir zum inneren Schalter, Mensch. Folge mir. Okay. Von diesem Punkt an kannst du sowohl Dave als auch Suvam gleichzeitig kontrollieren. Suvam hat die Fähigkeit, den Weg der Riftia zu öffnen und mit Sprinten durch Meeresströmungen zu dringen. Hilft Dave, das Ziel zu erreichen. Oh, sheesh. Oh, crabity crab. Das wird ja spaßig. Dualstick-Shooter, yeah! Immerhin sind sie beide gleich schnell am Schwimmen. Tja, es ist schon irgendwie cool. Es ist schon irgendwie cool. Aber auch echt ungewohnt. Oh. Okay. Ich glaube, da müssen wir... das so rum machen. Dann kann nicht Dave. Dann kannst du hier nach oben. Alright, und dann drücken wir die Schose gemeinsam. Sprinten. Wir haben hier keinen Sauerstoff, keine Sauerstoffanzeige. Was ein Teamwork, ne? Was ein Teamwork. Oh. Okay. Ah, einhängen. Nein, nicht einhängen. Zur Seite packen. Okay. Das sieht aus, als würde irgendwann die Tür aufgehen. Oh, sheesh. Müssen wir jetzt rausfinden, welcher Knopf was macht? Uff, geh mal falsch umgedrückt. Okay, das ist auch nicht die richtige Kombination. Die letzte. Die fucking letzte. Scheiße schreien. Oh Gott! Suvam! Vielleicht muss einer... Ach, warte mal. Das Ding ist jetzt... Okay, nö, das ist... Das ist vielleicht nur alles gleichzeitig irgendwie aktivieren. Egal. Ich will nicht sagen, um Suvam ist es nicht schade gewesen, aber... gäbe auch Schlimmeres. Nein, Suvam ist eigentlich schon cool, auch wenn er eine feige Sau ist. Die wird schon noch über sich hinauswachsen. Ja, starker Bursche eigentlich, ne? Wir das nochmal bereuen werden, dass wir das losgelassen haben. Ich würde fast schon sagen, ja. Aber gut. Ich will gucken, ob hier oben noch irgendwas versteckt ist. Sieht nicht so aus. Nur die übliche Todesfalle. Du passt dich meinem Unterwasserrhythmus an. Menschen sind nicht so hoffnungslos, wie sie scheinen. In Ordnung, gehen wir durch die Tür da vorne und legen den Schalter um.
Nice. Ne, ja, das war irgendwie schon cool. Wieder was Neues, wieder cool. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Da liegt Munition. Wow! Alter! Ah, was ist das für eine Kreatur? Schau dir das seine Schnauze an, wie gruselig! Ich habe schon mal einen im Kodex der vorzeitlichen Kreaturen gesehen. Es heißt Helizoprion, wenn ich mich recht erinnere. Aber er starb vor 2 Millionen Jahren aus. Dann lass ihn uns töten. Vielleicht war er im Eis eingeschlossen und ist nun freigekommen, da das Eis in dieser Region schmilzt. Es sieht krass aus. Komm, schmeiß die Kettensäge an. Ja, wie gut! Geil. Muss ich jetzt auch mit beiden? Oh, bitte sag mir nicht, dass ich mit beiden spielen muss. Oh, Suwam ist weg. Ups, wir wurden gesichtet. Was sollen wir machen, Suwam? Suwam, so. So gut! So gut. Mensch, dieser Ort scheint strategisch wichtig zu sein. Da es sich um ein vorzeitiges Tiefseewesen handelt, kann es kein helles Licht wahrnehmen. Ich werde eine Frucht des göttlichen Baums hier treffen, um sie zu blenden. Du lockst die Kreatur an. Jo. Ja, klar. Hört sich nach einer vernünftigen Taktik an, aber es scheint, als ob du dich einfach nur versteckst. Ach, sag bloß. Wie auch immer, die Zähne sehen extrem gefährlich aus. Ich sollte mich entweder verstecken oder, wie Zoom sagte, die Frucht des göttlichen Baums benutzen. Kann man den einfach schlafen legen? Ich kann meine... Ich habe keine Munition dafür. Passend, sieht aus wie ein Grabstein. Okay, wir könnten Suwam bewegen, aber... Ja, keine Muni mehr. So, versuchen wir den mal wegzusprengen. Zack. Nummer 1. 2. Nummer 3. Ja, da ist ein bisschen beschäftigt gewesen, ne? Oh, gerade durch die Schwanzspitze getroffen. Oh, nichts getroffen. Brauchen wir Suwam? Weiß nicht. Nope. Wir brauchen Suwam nicht. Keine Angst, wir haben alles unter Kontrolle. Gelobt sei mein strategisches Hirn, wir haben gesiegt. Wenn du das sagst. Nun, das Monster ist weg und wir können die Tür öffnen. Gehen wir rein, Mensch. Wir haben gesiegt, hier ist klar. Ist klar. Also ich finde dieses Gewehr, was wir benutzen, ist mit das Versatilste. Ne? Das macht gut Schaden, wenn du brauchst. Du hast 8 Schuss. Du hast den Modifikator für, na, sag schon. Für Betäubung. Ist schon cool. Kann ich ihn wegschicken? Nein, wir müssen X'en. Helizoprion. Irgendwas Spirale. Und der Schwanz. Hier ist der letzte Schalter. Er ist größer als der im zweiten Zimmer. Hilf mir. Du kannst nichts ohne mich tun, Mensch. Halt, warte. Warte. Gut zielen und... je weiter oben du anpacken würdest, umso einfacher wär's. Aber gut.
glaube, das Fischvolk hat das Hebelprinzip vergessen. Pass auf, es kommt irgendein riesiger Feuerfisch raus oder so. Geht das auf? Jop. Oh. Aber nicht unbedingt vollends. Ich habe den letzten Schalter aktiviert. Die Tür zum Kontrollraum sollte jetzt offen sein. Ich muss durch den Ausgang raus und sehen, was draußen los ist. Jo, da. So warm, kommst du mit? Wir prüfen den Eingang. Was machst du da, Mensch? Sieh draußen nach dem Rechten. Alter, was hat er denn hier für einen Befehlston drauf? Geht ja mal gar nicht. Alright, Gletscherbereich. Here we go again. Dass wir unten schon alles abgegrast haben und nicht trotzdem runterschwimmen. Ich glaube, wir haben auch gar keinen. Keine Drohne mehr verfügbar. Huch, die Kontrollraumtür ist noch geschlossen. Die Tür wird von den Wurzeln des göttlichen Baums im Inneren blockiert. Naja, du kannst da durchschwimmen. Oh no! Ich wusste, wir würden dich hier finden. John Watson, wie bist du mir hierher gefolgt? Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien und Titan. Es gibt keinen Ort, den das Decken 9 nicht erreichen kann. Ist das eine Anspielung? Ich habe in einem seltsamen Dorf einen Durchgang gesehen, also bin ich einfach durchgebrochen. Haha! Es macht dir doch nichts aus, diesen schönen, urzeitlichen Ort zu zerstören. Ich kann das nicht glauben. Aha. Du bist ein Bacillus auf dieser Welt und ich werde dich sterilisieren. Was ein Heuchler. Ich weiß, was dein Siblu heimlich getan hat. Da zuckt sein Auge. Also was du es. Deshalb passt die Beschreibung des Verdächtigen perfekt auf dich. Wie wurde ich wohl in diese Beschreibung dargestellt? Rund, Dave. Rund. Ein Grund mehr, dich nicht freizulassen. Ich, John Watson von SeaBlue, den Wächtern des Meeres, werde das Meer von Unreinheiten befreien. Gleich der nächste Boss kommt hinterher. Wie hartnäckig, wir müssen ihn hier... Was, wir müssen... Ach, wir müssen mit ihm hier abschließen. Okay, wie soll ich dieses massive U-Boot neutralisieren? Gute Frage. Kann er sich... Nee, er kann sich nicht selbst verletzen, wie es aussieht. Vielleicht muss ich die mit einfach mal hier anhauen. Mit der Spitzhacke, ne? Das ist wohl nicht so richtig. Haha, du rennst wie eine Ratte. Dem kannst du nicht entgehen. Die Kirisame des Todes! What? Plesiosaurus, bist du's? Ja, nee, ein Kronosaurus. Plesiosaurus wäre, glaube ich, mit Langhals und so. What the fuck? Ein uraltes Lebewesen aus der Familie der Plesiosaurier? Ha, Plesio, sag ich doch. Vielleicht ein Kronosaurus? Unglaublich, ein Monster dieser Größe versteckt in einem Tiefseegletscher? Ein solches Monster zu bekämpfen wäre absurd, aber wenn es erst kürzlich aus dem Eis gekommen ist, könnte es noch träge und schwach sein. Außerdem können wir den Kontrollraum nicht erreichen, ohne uns ihm zu stellen. Ja, moin auch. Was ist das? Ist das nicht ein Granatwerfer aus John Watsons U-Boot? Was, wenn ich die Granaten benutzen kann? Und tschüss.
zum Schießen RT loslassen. Okay. Hä? Was? Zielen. A zielen? Und zum Schießen loslassen. What the hell? Will er nicht so recht. Oh. Ich wollte eigentlich jetzt weiter nach rechts. Oh shit. Ich will. Fuck! Rechts war doch auch noch so eine Muschel. Ah! Ja, erstmal die Waffe verstehen, ne? Okay, der ist auf jeden Fall im Eimer. Was hätten wir denn hier noch so Schönes? Noch ein Granatwerfer, dankeschön. Hartbombenkanone. Oh, wo haftet das denn? Ach, an seinem Frame, okay. An seiner Hitbox. Ach, bist du wieder ready? Jo. Das dauert einfach nur ein bisschen. Wo willst du hin? Schwein gehabt. Voll in den Sack geschossen, passt. Lass mich zur Muschel! Okay. Brava, Plesiosaurus. Sorry. So viele wissenschaftliche Daten, ne? Puh, das wäre ein Albtraum, wenn eines dieser Monster an Land kommt. Wäre doch interessant. Ich muss schnell in den Kontrollraum. Ey, unsere Drohne? Dr. Bacon? Was ist das für eine Drohne? Hey Dave, entschuldige, dass ich mich verspätet habe. Ich war dabei, eine Entdeckungsdrohne zu machen, um dir zu helfen, da der Gletscherbereich gefährlich aussieht und sie ist gerade fertig geworden. Dr. Bacon, ich wusste nicht, dass das Signal so weit reichen würde. Ha! Das ist der ganze Stolz meines Labors! Die Drohne ist nicht nur zur Kommunikation, sie macht viele Sachen unter Wasser. Alles dank dafür. Es tut gut, dich zu sehen, Dave. Ein so großes Gletschereis in dieser Tiefe, es ist, als wäre es von Gabriela und ihren kalten Fingern berührt worden. Ja, nächster. Wenn ich nur ihre Einsamkeit stillen könnte. Oh. Egal. Es scheint, als ob die Wurzeln die Tür versperren. Die Drohne kann die Wurzeln mit einem Laserschneider durchtrennen. Oh, ist das nicht praktisch? Oh, ich habe deine Not schon kommen sehen und habe die Funktion hinzugefügt. Na, was ein Glück. Na, warum aktivierst du dann nicht den Laser? Der göttliche Baum ist viel härter als gewöhnliche Bäume. Es wird 2 Tage dauern, bis es fertig ist. Mach dein Ding, bis es fertig ist. Ich gebe Bescheid, wenn ich fertig bin. Ja, nö, ist klar. Dann cutte du mal. Und wir untersuchen das Ding. Eine Schilddrüse. 5 Kilo. Und was noch? Eine Zunge! Wie geil! Also im Sinne von Rinderzunge, schmeckt richtig nice. Und das Schöne ist, wir werden auch von diesem Haftbomben-Ding die 2. Chance bekommen. Kann ich mit dir quatschen? Okay. Das ist das 2. Blueprint von 3. Hey, wo ist meine normale Waffe? Nicht mehr existent. Kacke, ey. Ja, nö,
dann lass uns mal nach oben. Dann lass uns mal nach oben. Das ist eine Folge. Ich würde ja gerne noch jetzt in der Nacht den Wirbel machen, aber ich brauche mehr Thumbnail-Sachen. Wow, 27 mal Fleisch von den ganzen Zeugs. Und es soll ja 3 Tage regnen. El Niño, also mit dem falschen N, aber okay. Also das zweite. Liu, Itsuki, Masayoshi. Sehr cool. Wir haben momentan kein Geld, das heißt, wir müssen Geld verdienen gehen. Oder wir verkaufen vielleicht auch nochmal. Wir müssen Geld verdienen gehen. Also, erstmal zur Farm, die Feldfrüchte. Ach ja, auch noch in die Eco-Watcher-App rein gucken. Oh, hier ist... Achso, hier drüben ist eine Feldfrucht ready. Wieso ist denn eine ready? What? Na gut, den Rest sparen wir uns. Auf zu den Fischis. Nichts Neues. Gut. Geld verdienen, Leute einstellen. Und die dann auch Sachen holen, schicken gehen. Ey, du schon wieder. Okay, der Schlag auf Schlag. Alex, der Fischbrater. Hallo allerseits, hier ist Yui von NBC. Schön, dich wiederzusehen. Ich bin Vincent Yamaoka. Da ist er wieder. Wie aus dem Nichts aufgetaucht. Die letzte Folge von Bezwing den Chefkoch war so heiß wie geschmolzene Lava. Was für eine interessante Entwicklung. In der heutigen Folge haben wir einen neuen Herausforderer. Darf ich vorstellen, Alex Cooper. Cookstars Platinkoch aus dem Vereinigten Königreich. Macht der Fisch und Chips oder was? Ah, du musst der Sushi-Koch sein, der Wang Pang im letzten Kochturm geschlagen hat, ja! Ich hatte ein schickeres Restaurant als dieses erwartet. Die Einrichtung ist wirklich bescheiden. Oh, der Herausforderer provoziert den Champion. Das wird ein spannendes Match. Das heutige Thema ist... Brate das Meer! Sowohl Japan als auch das Vereinigte Königreich sind für ihre frittierten Gerichte bekannt. Tempura. Ihre Gerichte sehen zwar ähnlich aus, sind aber jedes auf seine Weise authentisch. Wessen Gericht wird den Gaumen von Vincent, unserem Richter, erfreuen? Könnt ihr den Gewinner raten? Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Wie zuvor bekommt ihr 2 Tage. Ich wiederhole, ihr habt 2 Tage für dieses Kochduell. Wertes Publikum, dieses Spiel wird ein Feuerwerk! Bleibt dran und seht, was in der heutigen Folge von Bezwing den Chefkoch passiert. Und tschüss. noch was oder? Gut, auf Wiedersehen. Diesmal ist es leicht. Deine gebratene Seebrasse oder schwarze Tigernelen werden den Sieg davontragen. Ich wähle Tiefseefisch. Warum? Es ist ein bekanntes Rezept und ich möchte den Geschmack nicht einfach nachahmen. Ich habe das Küchenmesser in die Hand genommen, um neue Zutaten und Geschmäcker des Meeres zu entdecken. Das Fleisch von Tiefseefischen ist normalerweise weich. Ich brate sie an, um ihnen Geschmack und Textur zu verleihen. Aber du kannst dich nicht mit Tiefseefischrezepten auskennst. Was, wenn Vincent dein Gericht nicht mag? Keine Sorge, ich koche das beste Tiefseerezept. Die heutigen Hauptzutaten sind... Zigarrenhai, Vampirkalmar und Vinteria Telescopa. Ein ehrgeiziges Programm. Das letzte hatten wir, glaube ich, noch nicht, aber hey. Nun, ich vertraue auf deine Intuition, Banjo. Ich werde versuchen, sie zu finden. Alter, war das laut. Oh, halt. Okay, Gespensterfisch haben wir. Passt. Dann forschungsmäßig Schirmquallengelee. Oh, okay. Das ist der Boss gewesen, den wir platt gemacht haben. Ich wollte gerade sagen, warum bringt das so viel und warum kostet das nur 1? Dann den Helikoprion-Schwanz nehmen wir auch gleich mit. Und das auch, Chronosaurus-Zunge. Und das ist für ein Event. Falcatus. Ja, nee, dann sparen wir auf das Event menümäßig. Was ist denn... Egal. Oder warte.
genau. Und hier kannst du dann... Alter, der kostet 2004. Und hier kannst du dann bei den Details sehen, was der machen könnte. Serviere das Getränk perfekt, räume den unordentlichen Sitz schnell auf. Okay, das ist sehr cool. 900 Service kann er haben. Bei dir Service 455, Erwerb. Also, die verdient wohl ein bisschen mehr Geld. Sie hat krassen Charme und Service. Also, ich glaube, Itzki sollten wir mitnehmen. Itzki und El Nino wären schon cool. Und du bist in der Küche relativ okay, ne? Beschafft mehr Objekte durch den Versand. Okay, pass auf. Dann heuern wir dich an. Aber die Fähigkeit ist noch gesperrt. Sie ist aber auch krass, ne? Die heuern wir auch direkt an. Komm, ich heuer mal alles an, was jetzt schon geht. Und dann die 2000 nehmen wir dann nachher in die Hand. Aber auf jeden Fall können wir euch schon mal Sachen holen gehen lassen. Ich brauche noch mehr Soja. Oh, ich kann da direkt sagen, jeder soll Sojasauce holen gehen. Sehr cool! Das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay. Menümäßig. Da kriegen wir 10 Gerichte raus. Nehme ich. Hier. Oh, warte mal. Das hier ist auch für das Event? Dann servieren wir das wahrscheinlich beim Event. Da kriegen wir 6 Gerichte raus. Das wären 18, 28. Ich mach mal erstmal nur eines rein. Und dann machen wir auf. Pop, 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 pop. Ich wollte sagen, hallo? Kommt da jemand? Ah, hör auf! Ich hab nach oben gedrückt. Naja, wurscht. Egal. Okay, ein Gericht ist schon aus. Oh, warte. Eigentlich könnte ich mich hier echt drum kümmern, einfach nur Sachen aufzuräumen. Okay, dann nehmen wir hier Autokochen dazu. Die setzen sich aber auch immer an die Stelle, wo was ist, ne? Auch schon vorbei. Das können wir jetzt noch direkt veredeln. Sheesh. Mitten im Kochbetrieb. Immer noch das Beste. Ach, zu gut. Ja, da verbraten wir halt den ganzen Reis, ne? Okay. Eins. Autokochen an. Schade, dass hier zwei Leute schon das Standardding bestellen mussten. Gut reicht. Ja, das wird eine schlechte Bewertung. Ja, du gibst Bier, Bast. Das gibt eine schlechte Bewertung. Eieieiei. 4-0, wenn es hochkommt. 4-0, wenn es hochkommt, ne?
Nice, nochmal mehr Kohle gescheffelt. Ah, 4-5 geht eigentlich. Geht. Okay, dann können wir ja nochmal die Kiste erhöhen. Ich hab mir in den Eye-Diver mehr Gedöns, ja. Oder das Messer? Ne, komm. Die Kiste einmal gut ist. Und Sauerstoff. Wir haben schon wieder keine Kohle, aber... Genau, hier. Verkaufen. Was hätten wir denn hier alles Schönes? Irgendwas, was richtig was gibt. Wobei wir sagen, das möchte ich vielleicht nicht unbedingt verkaufen. Diese Spezialteile, 200. Für den Heringhai. Kragenhai. Da brauche ich noch zwei. Schnabel eines Segelfischs. Kommt weg. Ja, aber ansonsten ist hier echt nicht viel, wo du sagen kannst, ja, das verkaufen wir jetzt mal, Gewinn bringt, ne? So. Eco-Watcher. Zack. 20 Forschungspunkte. Gefährliche Edelsteine untersucht. Irgendwann kriegen wir ja noch die Punkte voll. Noch mehr gefährliche Edelsteine. So, und das war's dann mit den Dingern, ne? Okay. Alright. Wie schaut's aus auf der Farm? Was denkst du? Gut, nicht? Ah, das ist das extra Beet, jo. Sagt mir zu, die ganzen Sachen hier auch. Der gute Knofi. Wäre natürlich auch gut, Sachen einfach anzupflanzen für Gerichte, die wir brauchen, ne? Du hast neue Sachen? Ach, Feldarbeiter. 13.000. Ja, moin. Ich brauche einmal Nährstoffkompost. Dann nehmen wir gleich zweimal. Und dann... 6-mal Bohnen. 6-mal Weizen. 6-mal Kirschtomaten. Schön, dass wir nicht gießen müssen. Ach ja, so Farming Life, ne? Zack. Dünger ready. Ich wollte eigentlich gar nicht rein, aber wenn wir schon mal hier sind, düngen wir auch die Katze. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas zu sehen von. Und ist über Nacht hier irgendwas passiert. Lädt lange, ne? Es ist einiges passiert. Sheesh. Kostenlose Fischis. Also die Zigarrenhaie sind schon immer hohe Qualität, die wir hier rausziehen, ne? Es wäre so gut, wenn die auch die
spezifischen Items fallen lassen würden. Die Polartintenfisch lasse ich hier. Nein, würde ich hier beide raushauen, ne? Den Polardorsch nicht. Heringshai ja. Shellfish auch nicht. Haben wir hier mal ein bisschen. Bisschen Platz. Den Rochen? Ja, den lassen wir hier. Auch noch Narwal und alles mögliche am Start. Holy frick. Alright. Abmarsch. Haie und. Ja, nö. Haie. Einfach nur die Haie jetzt abfarmen. Neue Produkte auf Lager, haben wir schon gesehen, dankeschön. Ja, ganz kurz auf Kuxer schauen. Ein riesiges Gericht aus gedämpfter Zunge. Alter, es ist wie ein Dinosaurier, unglaublich. Geil, ne? Ein Geschenk von Eco-Watcher zum Rank-Aufstieg. Hihihi. Herzlichen Glückwunsch. Immer wieder gern. Okay, dann gucken wir uns nächste Folge an, welche Haie wir da unten jetzt gleich antreffen werden. Ich wünsche euch was. Leute, was gut, bis dann und ciao.